Sie haben 3,5 Monate geplant und gezeichnet. Die Studenten des Lehrstuhls für städtische Architektur an der TU München hatten in diesem Semester eine ganz besondere Aufgabe. Sie sollten Entwürfe für ein stationäres Hospiz für todkranke Menschen entwerfen. Das Ergebnis? 13 außergewöhnliche Modelle. Wichtig ist uns, dass es einigermaßen zentral ist, dass es sehr, sehr gut öffentlich angebunden ist. Das ist eine ganz große Voraussetzung, auch natürlich für die Angehörigen, die ja zu Besuch kommen wollen. Wenn die dann erstmal eine halbe Tagesreise machen müssen, dann ist das natürlich schwierig. Ja. Das erleichtert viel, wenn das gut öffentlich angebunden ist. Der Hospizdienst Dasein e.V. will ein Zentrum in München schaffen, wo Platz für Trauer ist und zudem Berührungsängste abgebaut werden können. Als Lehrstuhlinhaber an der TU haben wir ein Format, mit dem wir sehr, sehr unterstützen für die Initiative des Vereins Dasein wirken konnten. Und zwar nicht nur für Sie, sondern auch sehr lauter für unsere Studenten, denn es war wirklich ein Prozess, wo man mit den Studierenden im Laufe eines Semesters fast, möchte man sagen, ein Stück weit Realität simulieren konnte. Laut Hospizdienst brauchen rund 1,5 Millionen Münchnerinnen und Münchner sofort Hilfe und professionelle Begleitung. Aktuell gibt es in München gerade einmal 28 stationäre Betten. Ende März entscheidet eine Jury darüber, welche Entwürfe gewinnen. Die größte Herausforderung ist dann, ein passendes Grundstück in München zu finden.